In der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag wurden die Kameraden der Feuerwehr Coswig, Weinböhler, Meißen und Radebeul zu einem Großbrand im Industriegebiet von Coswig gerufen. Zwei Lagerhallen eines Lackfarbenherstellers standen in Flammen. Durch die in den Lagerhallen gelagerten Chemikalien kam es zu mehreren Explosionen und Verpuffungen. Dies erschwerte die Löscharbeiten der Lagerhallen. So konnte das Feuer erst nach 5 Stunden unter Kontrolle gebracht werden. Die angerückten Kameraden konnten jedoch ein Übergreifen auf eine weitere Lagerhalle verhindern. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.